Kinzig plätschert vorbei an der Mühlenbäckerei. Hallo, liebe Fahrradfreunde. Heute am 1. Aprilwochenende 2020 machen wir eine Radtour an drei Flussläufen entlang. Wir sind jetzt von Schlüchtern am Kinziglauf entlang flussaufwärts bis nach Sterpritz gefahren. Hier entspringt die Kinzig. Von hier aus fahren wir im Tal der Schmalen Sinn bis hinauf nach Oberzell. Dann im gleichnamigen Tal wieder hinunter bis nach Altenkronau, wo sich die Schmale Sinn und die Breite Sinn vereinigen. In Jossa dann, 2 Kilometer hinter Altenkronau, biegen wir rechts ab und fahren die Jossa hinauf bis nach Majos und von dort über den Berg wieder zurück nach Schlüchtern. Es werden knapp 60 Kilometer zusammenkommen, wenn es so klappt, wie wir es vorhaben. Ich wünsche euch allen gute Fahrt. Die Karte zu der Tour zeige ich euch jetzt anschließend. Auf einer kurvenreichen Straße, auf der früher Bergrennen gefahren wurden, rollen wir in Richtung Oberzell. In Oberzell überqueren wir die Schmale Sinn und fahren auf dem Hessenradweg R2 in Richtung Weichersbach. Unten im Tal plätschert die Sinn versteckt zwischen den Bäumen der Keilmühle hin, die früher eine Papiermühle war. Nach gut 20 Kilometern ist es Zeit für eine kleine Pause am Fuße des Stoppelbergs.
romantischen Jossatal fahren wir Richtung Majos. Von Majos aus erklimmen wir die 5 Kilometer lange Steigung bis hinauf zum Bellinger Kreuz. Und manchmal hat man Glück und begegnet unterwegs Freunden. Endlich sind wir am Bellinger Kreuz angekommen und starten eine rasante Abfahrt hinunter nach Bellings. So, liebe Freunde, unsere Tour geht langsam zu Ende. 58 Kilometer liegen hinter uns. Die Fahrt entlang von Kinzig, Sinn und Jossa war interessant und landschaftlich wirklich sehenswert. Wir sind wieder an der Kinzig angekommen und der Kreis schließt sich. Ich hoffe, die Tour hat euch auch gefallen. Und ihr fahrt das nächste Mal wieder mit. Tschüss und Ade, also wieder bis zum nächsten Mal.